Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Marie Nasemann blickt mit neuen Fotos auf die Geburt ihrer Tochter zurück. Anna Maria Fetschichi sagt im Prozess gegen Arafat Abu-Cheka aus. Lena Gerke steht ihren Fans Rede und Antwort. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 7. Januar 2022. Marie Nasemann zieht Bilanz nach der Geburt ihrer Tochter. Marie Nasemann, 32, und ihr Ehemann Sebastian Tigges sind im Oktober letzten Jahres erneut Eltern geworden. Die Glücklichen durften eine Tochter willkommen heißen. In einem emotionalen Instagram-Posting zieht die Bloggerin jetzt Bilanz. Zu den Aufnahmen, die ihre Tochter und Marie selbst zeigen, schreibt die ehemalige GNTM-Kandidatin, 2021, du warst ein tolles Jahr, aber sicherlich das bisher anstrengendste in unserem Leben. Die Geburt unserer Tochter hat unser Leben auf den Kopf gestellt und die Umstellung von einem Kind auf zwei ist einfach wieder krass. Marie Nasemann macht mit dem Instagram-Beitrag auf ihre jüngste Podcast-Folge aufmerksam. Darin sprechen die Zweifacheltern darüber, wie unser erstes Weihnachten zu viert war und ob es möglich war, zwischen den Jahren den Kopf ein wenig neu zu sortieren und sich sportliche Vorsätze vorzunehmen. Auch wie sich die Paarbeziehung der beiden verändert hat, wird thematisiert. Laut Marie ist die nämlich flöten gegangen und war eigentlich nicht existent. Die UserInnen reden dem Model Mut zu. Oh ja, von einem auf zwei Kids, das ist eine neue Welt. Das Paarsein muss man da noch mehr pflegen und echt auch verabreden, egal wie fritte man abends ist. Nicht einfach, geht aber irgendwie, schreibt eine Followerin und eine andere meint, oh ja, ich hab total unterschätzt, wie groß doch der Unterschied ist, ob man nur ein Kind hat oder zwei Kinder. 6. Januar 2022. Anna Maria Fetschichi. Ich sage ungefähr zweimal im Jahr. Er solle ausziehen. Anna Maria Fetschichi, 40, hat im Prozess gegen Bushidos, 43, ehemaligen Manager Arafat Abu-Cheka, 45, ausgesagt. Dabei kommt auch ihre Beziehung zu ihrem Ehemann zur Sprache. Denn ein Zeuge, ein ehemaliger Freund von Anna Maria und Anis Fetschichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, erwähnte, dass Anna Maria 2018 die Trennung wollte. Dabei soll der Bruch mit Abu-Cheka Bushido und Anna Maria wieder näher zusammengebracht haben, wie aus der Amazon-Doku unzensiert hervorgeht.